Das Schuljahr 2015-16 ist ein ganz besonderes Schuljahr für unsere Schule, weil die Westpark-Grundschule aufgenommen worden ist in den Schulversuch Bilinguale Grundschule. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir zu den 20 ausgewählten Schulen in Bayern gehören, die im Schulversuch mitwirken dürfen. Ich freue mich und bin begeistert über das Engagement der Kolleginnen, wie sie sich einbringen und vor allem über die Freude der Kinder, mit welch tollen Sprachmustern die schon arbeiten und umgehen. Das ist toll. Der erste Schultag war sehr aufregend, weil man die Kinder ja noch nicht kennt und weil einfach der Schulversuch jetzt neu gestartet hat. Aber die Kinder waren sofort toll dabei, haben auch schon die ersten englischen Wörter gesagt und wir hatten gleich einen ersten schönen Schultag. Die Vorteile einer bilingualen ersten Klasse liegen darin, dass die Kinder spielerisch lernen, sie haben viel Freude, sprechen ganz ohne Hemmungen und lernen auch eine andere Kultur kennen. Man sollte auf jeden Fall mit Englisch in der Grundschule bereits beginnen, weil in dem Alter, was die neueren Ergebnisse der Gehirnforschung gezeigt haben, am besten gelernt werden kann. Es fand noch keine Lateralisation statt, das heißt, es wird ganzheitlich gelernt und davon profitieren die Kinder natürlich. Ich bin total begeistert, natürlich auch begeistert von der Lehrkraft, von der lieben Frau Graf, die das mit so viel Herzblut macht und auch von den Kindern, die das so begeistert aufnehmen und mit dabei sind und einfach ungehemmt an die Sache hingehen, so wie Kinder eben sind. Sport, Kunst und Musik, die musischen Fächer, die eignen sich natürlich besonders jetzt für den bilingualen Unterricht. Es kommt ein wesentlicher Faktor dazu und das ist die Bewegung. Die Kinder sitzen also nicht still da, sondern die bewegen sich und man weiß, dass durch das Bewegungslernen wesentlich effektiver ist. Beide Gehirnhälften arbeiten optimal zusammen, das Corpus callosum wird überbrückt und es wird ganzsinnig gelernt. Und darum würde ich sagen, also die drei Fächer eignen sich am besten. Es ist kein Druck dabei, macht ihnen riesig Spaß. Die Kinder, wie sie sich in den Unterrichtssituationen verhalten, wie sie das aufgreifen und wie sie auch im Vorbeigehen mit mir Englisch sprechen, dann muss ich sagen, wow, das kann nur gut sein.